Tausende Anhänger der Houthis sind auf den Straßen der Hauptstadt Sanaa, aus Wut über die Luftangriffe Saudi-Arabiens. Durch die waren hier zahlreiche Menschen getötet und verletzt worden. Und in der Nacht gab es neue Angriffe. Auf Sanaa selbst und auf einen Militärstützpunkt im Norden. Dabei sollen auch Dutzende Zivilisten ums Leben gekommen sein. Saudi-Arabien bezeichnet die Offensive dennoch als Erfolg und schließt den Einsatz von Bodentruppen nicht mehr aus. Im Moment ist das nicht geplant, aber wenn die Situation es erfordert, dann stehen unsere Truppen und die unserer Verbündeten bereit, um möglichen Angriffen etwas entgegenzusetzen. Die Golfmonarchie scheint entschlossen, der gestürzten Regierung des Jemens wieder zurück ins Amt zu helfen. Vor allem dem sunnitischen Staatschef Hadi, der sich inzwischen nach Riad abgesetzt hat. Die Houthis, die derzeit die Kontrolle über Jemens Hauptstadt haben und für sich in Anspruch nehmen, die große schiitische Minderheit im Land zu vertreten, wollen das mit aller Kraft verhindern. Ich rufe die großartigen Menschen im Jemen dazu auf, den unfairen und hässlichen Angriffen etwas entgegenzusetzen und zwei Fronten zu bilden. Eine im Inneren und eine zur Verteidigung gegen die Attacken und Versuche von außen, unser Land zu besetzen. Ihre Anhänger jedenfalls sind entschlossen dazu. Das ärmste Land der arabischen Welt droht endgültig zu zerbrechen.